Hallo und herzlich willkommen bei Stonehearth. Ja, und der Weihnachtsmod. So, wir haben gesagt, was in dem Geschenk ist, sehen wir dieses Mal. Das heißt, wir sagen jetzt mal Geschenk öffnen. Oh, die ist kalt, okay. Komm, was ist drin? Oh, jetzt ist die auch kalt, okay. Die Kirche. 12 Masons und 5 Carpenters, okay. 12 Masons, 5 Carpenters, schauen wir mal. 10 und 3. Schau mal nach, da brauche ich 12 Stück. Ich will irgendwie immer mehr, als ich habe. Ob es sinnvoll ist, dass ich immer so viel in Auftrag gebe? Ich weiß es nicht. Mach mal so, dass 15 da sind. Und du hast wahrscheinlich eh genug in Auftrag, ja. Du machst gerade noch die Schwerter, genau. Gut. Okay. So, also die wollen in 22 Stunden wiederkommen. Mal schauen, vielleicht machen sie bis dahin endlich mal das Geschenk hier auf. Oder auch nicht. Leute, das Geschenk hier wartet. Bin doch neugierig. Kommt doch bald Weihnachten. Mann. Ah. Frostfeet Stocking, okay. Ein Schuh. Kann man den dann aufhängen? Wahrscheinlich, oder? Ja, den könnte ich platzieren. Cool. Wie geht's in meiner Abbaustelle? Was machst denn du da? So. Was haben wir da jetzt in Auftrag gegeben? Eigentlich nur die Eisdecke da oben. Könnten hier eine Leiter hinbauen. Mason Level 3, sehr gut. Wir könnten hier eine Leiter hinbauen. Danach können wir die hier wieder löschen. Oh, da ist ja schon überall unterhöhlt, okay. Uiuiui. So, aber jetzt haben wir es so gut wie. Ja, schaut gut aus. Mach das Stückchen noch fertig. Und dann können wir weitermachen. Machst du einfach mal den Schnee weg. So, remove. Und machen wir das jetzt mal anders. Wir sagen alles von hier bis hier. Genau. Schaut doch schon ganz gut aus. Wie schaut es mit den Geschenken aus? Die sind fertig.
Na komm, jetzt macht's weiter. Sehr gut. Damit haben wir die Schneedecke da oben mal weg. Und jetzt können sie da weitermachen. Was machst denn du? Du grabst dich da mitten rein? Na gut. Solange du weißt, was du da tust. Da könnten wir dann weitermachen. Da brauchen wir allerdings dann die Leiter da hoch, glaube ich. Da ist ein Händler. Der hat Leder und sowas. Gut, Leder haben wir selber. Was wir aber nicht haben, ist Leder. Könnten wir mal ein paar abkaufen, wenn wir was zum Verkaufen haben. Schauen wir mal. Die normalen Sachen kann ich verkaufen wieder. Da kann er auch 10 haben. Und dann schauen wir mal davon. So. Daily Update. Oh, zu wenig Essen schon wieder mal. Ist das schlimm mit euch? Was ich gesehen habe, können wir auch was aufstellen. Der Trader. So, der wollte die Farmerhöhe und gibt mir ein komfortables Bett dafür. Dankeschön. Die Kirche wieder mal. So, also ich habe die 12 und ich habe die 5. Will ich tauschen? Ja, ich möchte natürlich tauschen. Ich krieg 2 Geschenke und ein Teil für das hier. Schaut immer noch so unscheinbar aus. So, dann lassen wir uns mal die 2 Geschenke. Gleich lassen wir uns die 2 Geschenke öffnen. Zuerst muss der hier angreifen. Und zwar greift er jetzt das hier an. Nicht zum Jäger. Ich lasse doch den Jäger in Ruhe. Immer der arme Jäger. So, die Kirche kommt wieder. 8 und 11 brauche ich dieses Mal. Ist okay. Ich habe wieder 22 Stunden Zeit. Sollte man hinkriegen. Wir könnten hier mal Tiere einsammeln. Sehr gut. Ja, jetzt ist aber ein bisschen im Kreis wandern, bis ich ihm wieder was anderes sag. So, Bäumchen, du und du weg. Du weg, habe ich gesagt. Der mag nicht. Gut. Dann bleibst halt stehen. Dann können wir die hier abreißen. Und die hier. Weil ich habe gesehen, wir können schon Bäumchen anpflanzen. Die schauen so aus wie mit Zuckerguss drüber. So.
Was macht meine Steinlandschaft? Die wächst und gedeiht. Könnten dann da vorne noch eine Leiter bauen. So, was machen die Leutchen? Die schlafen. Na gut. Öffnet sie mir mal die Geschenke? Also nur, wenn ihr dann Zeit habt. Jetzt pflanzen es gerade Bäume. Genau, ich kann ihm wieder sagen, er darf arbeiten. Kommt immer noch keiner Geschenke öffnen. Na kommt, Geschenkchen. So, wie viele haben wir jetzt schon wieder fürs nächste? 11 und 14. Und wir brauchen... Reicht. Ja. Könnte jemand hier Geschenke öffnen? Man kommt unter andere in 31 Stunden. Okay. Oh, was gab's da? Winter Weaver Outfit und noch einmal. Oh, und der hat ein Potter-Outfit. Sehr schön. Cool. Es gibt, was ich weiß, für jede Klasse Outfits. Was machst denn du da? Wieso lässt denn du die oberste Reihe stehen? Meist auch nicht, gell? Ah, deswegen, okay. Deswegen hast du auch die untere stehen lassen, verstehe. 7 Wooden Door gegen 5 Vorhänge. Nö. Also wenn ich jetzt dringend wüsste, ich bräuchte Vorhänge, ja, aber... Nö. Also mit Holz schaut es gut aus. Stein fehlt mir nach wie vor. Was ist, wenn ich denen da einen Ofen hinstelle? Eventuell müssen es dann nicht so oft nach Hause. Sehr gut. Da könnte man dann gleich die nächste Reihe auch in Auftrag geben. Daily Update. Schon wieder zu wenig Essen.
Ich habe aber nur drei Miner. Ja, es muss halt sein. Muss leider. Bringt mir ja nichts, wenn meine Haflinge verhungern. Elendiglich. Aber eigentlich müsste der doch jetzt noch mehr produzieren können. Ja gut, die Felder sind eh voll. Die Kirche ist wieder da. Ich habe die 8 und ich habe, ja, natürlich möchte ich handeln. Da ist jetzt das nächste. Die schauen wir uns wieder an, wie sie das anbringen. Und das Geschenk sollen sie aufmachen. So, jetzt fehlt da immer noch ein Teil, das da drüben. Das haben wir dann hoffentlich auch bald. Was war das? Savory Meat Stew. Okay, was zum Essen. Ja, auch das kann in dem Päckchen drin sein. Was baut der da? Öfen. Okay. Ofen ist voll okay. Kann man brauchen. Komm, ist er da, kriegt er Hunger, also echt. Die Kirche möchte 11 und 7, okay. 11 und 7. Also fehlt mir noch ein Stein und zwei Holz. Sollte aber gehen, oder? Schauen wir mal. Sehen wir ja gleich. Elf, sehr gut, dann geht's ja sich aus. Ich hätte mir nur so angemacht beim Stein, aber das funktioniert sehr gut. Schauen wir mal. Ja, wunderbar. So. Sehr gut. Wir haben noch dieses Bett, das sollten wir auch einmal aufstellen. Dann können sie wenigstens abwechselnd schlafen. Schön wäre es, wenn wir früher oder später im Haus weiterbauen könnten. Wie viele Steine haben wir denn? Wahrscheinlich wieder gar keine, oder? 4? Nein. Das sind zu wenige. Bäumchen könnte man anpflanzen. Was ich gesehen habe, haben wir schon wieder welche. Schauen wir halt mal. So. Ja, komm her da. Gut, der schläft sogar im Bett. Mit einem Bett komme ich halt noch nicht weit.
Da kommt was. Ah ne, da hinten ist nur einer, okay. Die platzieren fleißig die Bäume. So, da ist einer mit Waren gekommen. Sehr gut. Was kann man dem verkaufen? Einmal das hier. Wir haben auch nur einen Potter. Das reicht. So. Die normalen Türen kann er haben. Er kann davon 20 haben. Das war es eigentlich auch schon. Und wir können dafür... Cool. Richtig einkaufen. Na gut, immerhin eins. Das heißt, jetzt könnte man sagen... Build, build. Mal schauen, ob es jetzt bauen gehen. Mit 24 Steinen kommen wir da ein bisschen weiter. Sind zwar immer noch viel zu wenig, aber immerhin. Mason Level 4. Da bauen sie wenigstens Fenster und Türen auch gleich an. Fahren wir Level 1, sehr gut. Werden wir dann gleich sehen, ob das was gebracht hat. Ob mein Essensvorrat jetzt steigt oder nicht. The Trader returns. So, 6 Wooden Sword. Ja. Except. Da haben wir die Wolle. Also besser gesagt, die Stoff. Stoffballen, ja. Daily Update. Es reicht endlich. Sehr gut. Ich krieg einen neuen. Herzlich willkommen. Ist wahrscheinlich mein Stein gleich wieder alle. Das heißt, dir verbiete ich mal zum Bauen. Dir auch. Innovate. Oh. Schauen wir mal, was passiert. Ja, komm, macht's ihn schwächer. So, die Kirche kommt zurück. Ich habe alles, except der schlagt sich da jetzt eh alleine. Jetzt wollen wir nicht sehen, wie die hier das nächste Teil anbringen. So, da kommt schon einer. Ich sag doch, der packt das so. Oh, und jetzt schaut's mal hier. Da drinnen wächst ein Bäumchen. So, die Kirche. Oh wow, I never in my wildest dreams expected you happen. Ja, super. Hm? Okay, sie haben niemals oder ja, es hat keiner überlebend geschafft. Ja, interessant. Not sure what's next. That's new territory, ja. Mhm. Ja, klar. Und deswegen bringt das auch mir vorbei, weil ihr euch nicht traut. So, let's do this.
Geschenk haben wir hier auch noch. Zwei Stück. Kann er öffnen und öffnen. Und mein Angreifer darf wieder herumwandern. Ah, da kommt einer zum Geschenk. Es war zu früh. Was ist das? Frostfeed. Was? Glocken? Irgend sowas, ja. Konnte jemand das zweite Geschenk auch aufmachen? Winter Cook Outfit, sehr gut. Das heißt, wir haben schon für den Koch auch. Was wollt ihr jetzt? 12 und 10. Dann schauen wir mal. 12 und 10. Müsste sich ausgehen, ja. Cool. Also Weaver und Cook könnten wir machen. Die haben sofort ein Outfit. Wie geht's da oben bei meiner Baustelle? Die untere Baustelle ist fertig, jetzt sollten sie da oben was tun. Kann er nun aber auch da wieder einfach machen. Und da. Und dann kriegen sie halt eine Leiter hier hin. Die Leiter kommt weg. Na, ein Stückchen weiter sind sie gekommen mein Haus. Und da wollte ich jetzt schauen, ob ich noch was bauen kann, was ich bisher nicht gebaut hatte. Also Ginger und Fitz haben wir. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Das haben wir. 2, 3, 4, 5, 6. Ne, dann können wir noch nicht mehr. So, was machen die Geschenke? 13 und 10. Hammer, passt. Wunderbar. So, dann schauen wir mal, was passiert mit dem Bäumchen. Im Moment noch nicht viel. Ich habe das Gefühl, er wächst immer, wenn die Kirche vorbeikommt. Kann aber auch eine Einbildung sein. Farmer Level 3, sehr gut. Damit könnten wir aber jetzt da was anbauen. Genau, jetzt könnten wir Silkwood anbauen. Und wir können remove. Und wir können hier Flower und hier können wir remove, so. Carpenter Level 6, sehr gut. So, der Trader. 6 Farmer höchst, 2 Stone Mall. Nein, danke. Und das heißt, wir könnten jetzt einen Stoffi und einen Kräuterarzt machen. Wenn wir die Leute dafür hätten. Ich komme nie wieder auf die Idee, am Anfang ein Sterngebäude zu bauen. Bin so doof. Ja. Egal. Hab wieder mal nicht nachgedacht. Sonst hätte ich das natürlich aus Holz gebaut. Wäre deutlich einfacher. Bett wird natürlich rege genutzt.
Pumpkin Basket. Geschenke haben wir genug, haben wir gesagt, ja. Also werden wir beim nächsten Mal dann schauen, ob das Haus vielleicht doch einer Fertigstellung entgegengeht. Schauen wir mal. Naja, es sind immer noch 40 Steine, die fehlen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leute, ich brauche Stein. Also hat mein Dings eigentlich, ja, oder? Aber wir können das noch machen. Hier Stein, hier Stein. Hier Blümchen, hier Blümchen. Kein Stein mehr. Schade, dass hier kein Stein rumliegt. Daily Update. Zu wenig Essen. Kann es sein, dass mir diese zwei Dinger wieder nicht angerechnet werden? Ich glaube, ich muss mir Standardessen anbauen. Probieren wir es mal. Also in der Höhe habe ich jetzt die ganzen Felder gebaut. Das ist egal, dann machen wir es jetzt so. Hier mal ein Feld. Keine Ahnung, dass ich nochmal Quarrels anbaue. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Die Kirche ist wieder da. Also, wollen wir haben? Ja, und schaut her, schon ist das Bäumchen größer geworden. Ist er nicht niedlich? Wir haben zwei Geschenke. Was hat der? Was hat er jetzt im Inventar? Backpack. Nix. Was hat er in der Hand? Okay. Was ist das? Cornbread. Okay. Klingt lecker. Was passiert hier? Die Kirche ist wieder da. 4 und 6. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir nur, wie viele wir noch haben. 4 und 5. Okay, schaut gut aus. Und ich würde sagen, jetzt sagen wir bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss, ciao und baba.